Hallo Freunde, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe wieder vor, wieder zurück zu den Let's Plays zu kommen. Und ich möchte dazu jetzt ein kleines Statement machen. Fürs Erste möchte ich dazu sagen, dass ich das nicht auf Dauer machen möchte. Die Let's Plays, also es werden nicht regelmäßig Sachen kommen, sondern sehr unregelmäßig, eigentlich nur, wenn ich Lust habe. Einfach den Grund, weil das eigentlich nur eine Nebenbeschäftigung ist für mich, ne? Ich mache das ja nur nebensächlich und nicht hauptberuflich. Also ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass ihr immer gut versorgt seid mit Parts, weil ich habe ja auch mein privates Leben noch. Und das ist das Wichtigste für mich. So ab und zu mal ein paar Parts aufnehmen kann ich schon machen, allerdings möchte ich nichts Regelmäßiges machen. Des Weiteren habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass ich einen neuen, dass ich mein Profil ein bisschen verändert habe. Ich habe ja jetzt hier einen neuen Avatar, einen neuen Hintergrund, einen neuen Namen. Das hat den Grund, ich möchte einfach meinen Kanal ein bisschen revolutionieren zu einem, ich sage jetzt mal, Geschichtskanal. Der ist quasi darauf basiert, dass Spiele gespielt werden, die was mit Geschichte zu tun haben. Wie zum Beispiel so die Total War Serie, Europa Universalis 4, die Spiele von Paradox zum Beispiel, Stronghold Crusader zum Beispiel, halt solche Sachen, die sich mit so Epochen beschäftigen, sage ich jetzt mal. Ich möchte aber nicht so langweiliges Zeug machen wie Mozart oder sowas, ne? Kennt ihr bestimmt so aus Musik. Mozart möchte nichts machen, das ist mir jetzt schon zu krass, sage ich mal. Ich möchte einfach so actionreiche, geschichtliche Let's Plays machen. Und es wird nichts regelmäßig kommen, sondern quasi nur, wenn ich Lust drauf habe oder Zeit dafür habe. Momentan habe ich ein bisschen Zeit, einfach weil gerade Ferien sind, Ostern da ist, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Ein paar Parts habe ich schon vorproduziert. Die werden demnächst auch vielleicht hochgeladen werden. Es ist Round 2. Aber bitte erwartet nicht, dass jedes Mal ein neuer Part kommt. Also das ist alles so, je nach Lust und Laune immer wird was produziert. Also habt da keine Erwartung, dass da immer was kommt. Was ich noch sagen möchte, ist, dass ich das auch nicht so lange machen möchte. Fürs Erste, weil im August möchte ich schon wieder damit aufhören mit den Let's Plays. Also das ist nur eine ganz kurzfristige Sache für 3 Monate. Ab August, da ist das alles schon wieder pausiert, sage ich mal. Und später wird es wieder aufgenommen. Ich bin halt momentan in einer stressigen Phase. Ich komme jetzt in das dritte Ausbildungsjahr und da erwarten die Abschlussprüfungen. Das ist äußerst wichtig, einen guten Abschluss zu haben, damit man quasi wettbewerbsfähig ist im Vergleich zu den anderen, die diese Ausbildung machen, wenn man gute Noten hat. Und ja, da habe ich auch ein bisschen Druck. Also das ist jetzt quasi nur so eine Vorschau zu dem, was nach meiner Ausbildung so kommen wird, sage ich jetzt mal. Also erwartet da nicht so viel derzeit jetzt in den 3 Monaten, wo ich jetzt was produzieren werde. Das war's auch schon. Also, gibt's da noch was zu sagen? Haben wir noch was zu sagen? Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Also bitte erwartet da nicht so viel. Ich habe jetzt zwar einen Trailer gemacht, der ein bisschen Hype anregt, sage ich jetzt mal, aber den habe ich schon vor Monaten erstellt gehabt, muss ich zugeben. Und ich habe da schon sehr lange darauf gehofft, dass ich den irgendwann mal veröffentlichen kann. Ich glaube, den habe ich so vor einem Jahr gemacht, vor exakt einem Jahr, oder wann war das? Nee, vor einem Jahr war das nicht. Ungefähr in einem halben Jahr habe ich den gemacht. Also seid ihr nicht überhyped, wenn dieser Trailer jetzt so viel aussagt. Das war ein bisschen übertrieben von mir, dass ich da den Trailer so episch gestaltet habe. Aber naja. Gut, also wir sehen uns dann im Let's Play Total War 2. Macht's gut, euer Anker. Ciao. Ach ja, Entschuldigung, ich habe da noch was zu erwähnen. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht könnte ich sogar ein bisschen live streamen. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, das einzurichten. Ich habe es zwar noch nicht getestet, aber ich werde damit weiter herum experimentieren, dass ich irgendwann mal live streamen kann.
dann ist das Ganze vielleicht ein bisschen chilliger dann für euch dann auch das mich mitzuverfolgen, wie ich dann so spiele. Ja, also das wollte ich nochmal dazu erwähnen. Also ja, das soll es fürs Erste gewesen sein, jetzt aber wirklich, ciao.